Schauen Sie Quiz24 ohne Werbeunterbrüche auf Wikisana und nutzen Sie dabei die weltweit einzigartige KI-Suchanfrage. Stellen Sie Ihre individuellen Gesundheitsfragen und profitieren Sie von exklusiven Sendungen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier in unserem Format vom Wissenschaftsgremium. Ich habe heute Dr. Metz-Simon Feldhaus hier zu Gast und wir möchten mit ihm ein Thema ansprechen, das bei ihm immer wieder so reinknallt, rein gefragt wird von Patienten, die immer wieder etwas über bioidentische Hormone hören, insbesondere bei Wechseljahren. Und das ist nicht einfach nur so eine klare Sache, dass es immer gut geht, sondern es gibt da ganz große Risiken und viele, viele Fehler, die da gemacht werden. Und heute möchten wir hier ein bisschen Klartext sprechen. Nach dem Intro legen wir los. Bleiben Sie dran. Ja, und da sind wir wieder und da ist mein Gast, Dr. Metz-Simon Feldhaus. Herzlich willkommen. Dankeschön. Guten Tag. Jetzt bin ich mal gespannt. Was hast du zu berichten? Ja, also am Ende war es tatsächlich so, ich habe ganz viele Frauen, die Hormonthemata haben und dann kam also der Wunsch aus, ob ich mal nicht das Ganze ein bisschen zusammenfassen könnte mit dir zusammen. Und ich glaube, es ist tatsächlich relativ wichtig, weil es ist ein großer Markt mit ganz vielen Betroffenen und sehr vielen Optionen, die angeboten werden, wobei leider nicht die meisten Optionen funktionieren oder zumindest nicht so funktionieren, wie sie sollten. Mhm. Also ist die Idee mal so ein bisschen Klarheit zu schaffen. Am Ende reden wir vom Hormonsystem. Das ist eines der wichtigsten Kommunikationssysteme im Körper. Hormone sind Botenstoffe. Ein Hormon selber wirkt ja nicht. Ein Hormon muss an einer Zelle, an einen sogenannten Rezeptor andocken. Also wie ein Schlüssel, der in eine Tür geht, die Tür öffnet. Und das Öffnen der Tür bewirkt eine Reaktion. Nicht der Schlüssel, sondern das Öffnen der Tür. Also ein Hormon geht an eine Zelle, macht die Tür auf und dann passiert was. Das heißt, damit ein Hormon wirkt, muss es da sein. Dieser Schlüssel muss da sein, sonst geht die Tür nicht auf. Das ist mal eine Basis. Mhm. Und jetzt gibt es natürlich mit dem langsam zunehmenden Alter, werden beim Mann wie bei der Frau, wenn wir jetzt vom Klimakterium reden, werden die Hormone weniger. Und das ist auch normal, das soll ja auch so sein. Ja. Jetzt geht das eben manchmal schneller als normal und nicht immer gleichwertig. Wir haben ja die zwei großen Hormone, Östrogen, Progesteron, die gehen beide runter. Und oft sieht es eben so aus, dass das eine stärker runtergeht, und zwar vor allem das Progesteron. Das heißt, wir haben beide tief, aber Progesteron noch tiefer und damit bleibt zu viel Östrogen übrig. Das mal die Ausgangssituation in der Regel im Klimakterium, wo sehr viel mit Stress zu tun hat, weil zu viel Stress zu viel Progesteron wegnimmt. Mit folgenden Auswirkungen, Wechseljahrprobleme, Schwitzen, Verhärtungen an der Brust, Schlaflosigkeit, Depressionen. Da könnten wir jetzt fünf Seiten füllen. Also die Symptomwelt ist sehr komplex, bei weitem nicht nur Wallungen, sondern sehr, sehr viel mehr. Aber da muss man vielleicht auch mal klar sagen, das Leiden muss nicht mehr sein. Genau. Früher hat man gesagt, da musst du durch, auch wenn es mal ein Jahr oder fünf Jahre geht, oder? Aber das ist wirklich passé. Nein, das ist passé. Und das wäre auch schade, wenn man das nicht macht. Weil eben, es gibt den normalen Verlauf, dann ist ja alles gut. Aber eben, wenn es zu schnell geht, dann entstehen Symptome, die auch nicht mehr als normal zu beschreiben sind. Man kann sagen, es gibt eine gewisse Normalität, Und da müsste man sagen, da muss man durch, weil das ist es so. Wenn es aber da unten ist, muss man da eben nicht durch. Oder umgekehrt. Man sollte vielleicht auch gar nicht, weil es ist ja nicht nur so, dass es rein mühsame Symptome sind, sondern wenn wir von Osteoporose oder auch Krebsschutz reden, hat es dann durchaus relevante medizinische Gründe, einen relevanten Hormonmangel nicht zu korrigieren. Mhm. Und da fängt schon das erste Thema an, wo man einen ganz kurzen Input machen muss. Es gab eine lange Diskussion vor etwa 10 Jahren, dass Hormonersatztherapie bei Frauen aus sei, weil sie Krebs erzeugen würde. Da wurde eine Studie veröffentlicht. Das stimmt auch. Wenn man 10 Jahre Hormonersatztherapie macht, ist das Brustkrebsrisiko etwa 5% höher im Vergleich zur Nicht-Hormontherapie. Was man da übersehen hat, dass es noch ganz andere Gründe gibt, was passiert, um Krebs zu bekommen. Und der häufigste Grund ist nicht etwa die Hormontherapie, sondern körperliche Inaktivität und zu viel Alkohol. Dann steigt nämlich die Kurve so an. Und einer der wichtigsten Faktoren gegen das ist Bewegung und Aktivsein. Und wenn man das alles mal zusammenfasst, dann ist es nicht etwa so, dass die Hormontherapie der Hauptkrebserzeuger ist, sondern das Nicht-Aktivsein. Und wenn jetzt eine Frau mit klimakterischen Beschwerden so schlecht dran ist, dass sie weniger Sport macht, weniger draußen ist und. Und ich das jetzt mit einer korrekt gemachten, wir kommen gleich noch drauf, Hormontherapie, wie immer man das nennen möchte, korrigiere und die Frau wieder aktiv wird,
dann hat sie ein zigmal höhere, also zigmal bessere Krebssenkung als ohne Hormontherapie und die Beschwerden weiter behalten. Und auch das Jahre muss man sehr relevant sehen. Das kommt noch dazu. Ja, ja. Also auch da muss man sehr, sehr klare Gründe sehen. Niemand behauptet, jede Frau soll Hormone nehmen. Das ist absoluter Unsinn. Mhm. Aber wenn bestimmte Dinge zusammenkommen, wäre es fast schade, das nicht zu tun. Also es geht auch darum, mal ein bisschen die Angst zu nehmen, dass das sei so ganz furchtbar und gefährlich. Aber, und das ist der Kern, es gehört in fachkundige Hand. Das ist ein ganz, ganz zentrales Thema. Fängt schon in der Diagnostik an. Viel zu viele vertrauen rein auf die sogenannten Speicheltests. Also man nimmt Speichel ab und in dem kann man auch heute die Geschlechtshormone, Progesteron, Testosteron, Östrogen, kann man alles messen. Wirklich? So, ganz einfach. Ich habe das immer übers Blut machen genau. lassen. Aber eigentlich wäre die Basisdiagnostik ist das Blut. Ohne das Blut kann ich gar keine Diagnostik stellen. Ist es kausal, Speichel und Blut? Eben nicht. Es ist, im Blut bekomme ich nur die freien Hormone, was erstmal ein Vorteil wäre. Das sind die nicht an Eiweiß gebundenen Hormone. Die sind aber nicht immer mit der Produktionsmenge identisch. Mhm. Deswegen muss man immer als Basis eine Blutkontrolle machen. Im späteren Verlauf der Therapie können diese Speichelproben als Verlaufsparameter, nachdem ich was genommen habe, helfen. Und da muss ich nicht immer Blut abnehmen. Aber das alleinige Konzentrieren oder das alleinige Verlassen auf eine Speichelkontrolle muss man fast schon als Kunstfehler beschreiben. Also das darf man nicht alleine über den Speichel tun. Gut, das ist schon mal eine Kernaussage an die Zuschauer. Wirklich, ja. Es muss eine Blutanalyse sein, wenn es um Hormone geht und nicht eine exklusive Speichelprobe. Genau. Das heißt, in der Schweiz können das Heilpraktiker nicht machen. Diese Basisdiagnostik nicht. Mhm. Später mal mit dem Speichel nachkontrollieren ist was anderes. Ja. Aber die Basisdiagnostik sollte man über ein Blut, damit ist es jetzt halt so, ein ärztliches Thema als Basis machen. Ja. Weil damit kann ich dann erkennen und festlegen, wo bin ich. Übrigens, auch das muss dann auch noch zyklusabhängig sein, je nachdem, ob ich noch einen Zyklus habe oder nicht. Kann man nicht an jedem Tag einfach Blut abnehmen. Wirklich? Sondern auch noch? Es ändert sich ja im Zyklus die Hormonwelt. Schon, ja. Also wenn macht man eigentlich bei vorhandenem Zyklus den 21. Zyklustag? Mhm. Genau an dem Tag, weil dann weiß man die Verhältnisse sehr genau. Dann muss man das Blut abnehmen. Dann nimmt man genau dann das Blut ab. Wenn ich keinen Zyklus habe, ist was anderes. Aber wenn ich noch einen Zyklus habe, dann muss ich es auch wissen. Hat mir noch niemand gesagt. Das muss ich mir echt aufschreiben. Sind genau diese Sachen, die eben leider nicht beachtet werden. Es geht dann um Normwerte, ganz banal. Also wenn ich am 5. Zyklustag einen Wert bestimme, den ich messe, messen ist ja das Gleiche, aber was ist normal? Und was ist am 21. Zyklustag? Das sind das ja Veränderungen. Und deswegen muss man diesen Tag wählen, vor allem, weil uns heute das Verhältnis von Östrogen zu Progesteron interessiert. Mhm. Oder umgekehrt, Progesteron zu Östrogen. Das sollte so etwa 50:1 sein am 21. Zyklustag. Progesteron 50, 1 Östrogen. Und wenn diese Verhältnisse eben nicht stimmen, und häufig sehen wir heute durch Stress, dass Östrogen, Progesteron runtergeht, aber Progesteron stärker. Und dann haben wir am Ende eine sogenannte Östrogendominanz. Insgesamt beides tief, aber im Verhältnis zu viel Östrogen zum Progesteron. Ja. Und die Idee ist, das wieder auszugleichen. Die Idee ist nicht, zu einer 20-jährigen Hormonsituation zu machen, wenn ich 50 Jahre alt bin, aber da unten in ein Gleichgewicht zu kommen. Mhm. Und das muss ich zuerst mal messen. Wo stehe ich da eigentlich? Und da kann mir eben der Speichel, wenn es dumm läuft, falsch hohe Progesteronwerte liefern, vor allem, wenn ich vielleicht schon was mache. Deswegen fängt man an mit einer Basisdiagnostik, überlegt sich dann eine Therapie, macht dann später Verlaufskontrollen und dann kommt das gut. Du hast vorhin den Faktor Stress noch angesprochen. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das der einzige Parameter ist, speziell bei Östrogenen. Ja. Was wir alles essen, genau. Was ja eigentlich den Hormonstoffwechsel auch ins Durcheinander bringt. Also Stress bezieht sich primär auf Progesteron, weil das auf einer Schiene läuft. Mhm. Aber Östrogen ist eine ganz andere Welt. Nahrungsmittel, Antiöstrogene oder auch Östrogenzusätze indirekt über hormonhaltiges Schweinefleisch oder was auch immer. Aber es gibt auch östrogenartig wirkende Zusätze. Also wir haben da unglaublich viel Zeugs im Essen, wo das Hormonsystem sehr stark destabilisieren kann. Und wie siehst du es noch mit dem Absetzen der Pille oder irgendwann? Ich meine, die Pille hat ja Nebenniere und. Wenn eine Frau, keine Ahnung, 20 Jahre hormonell verhütet, also auf Deutsch, eine Pille ist eine Hormontherapie. Hm. Es ist 20 Jahre Hormontherapie. Und dann auf einmal wieder absetzt, dass das System das nicht einfach so mitmacht, versteht sie eigentlich von selber. Also gerade diese extrem langen und schon sehr früh, heute beginnen die Mädels meistens schon mit 14 oder 12, ja, 11 die Pille einzunehmen. Gehört, das ist eine reale Hormontherapie einer jungen Dame. Wegen Akne kriegen sie die Pille, und dann Pille, noch besser wegen Akne, weil natürlich es hilft. Das wird dann schön. Da darf man also nicht davon ausgehen, dass das ohne Konsequenz auch auf die Hormon
Therapie respektive auf die Hormonproduktion bleibt. Mhm. Also ich mache mir erst eine Basis und dann überlege ich mir, was ich mache. Und natürlich, wenn man es aus der naturheilkundlich integrativen Medizin beschreibt, wir versuchen immer zuerst mal die Ressourcen des Körpers zu nutzen, also nicht gleich die Hormone zu geben, sondern die Vorstufen, aus der der Körper dann selber seine Hormone besser baut. Patienten erzähle ich es immer, das Hormon ist das Haus und wir geben jetzt erstmal die Steine, genügend Steine, dass der Körper aus diesen Steinen wieder besser Häuser baut. Und diese Vorstufen heißen halt Pregnenolon, das ist für die Seite Cortison, Progesteron vor allem, und DHEA. DHEA ist die Seite Östrogen, Testosteron. Es ist nicht so schwarz-weiß, aber so ganz grob kann man das mal so trennen. Und je nachdem, was ich habe, gebe ich eben Pregnenolon oder und DHEA zum Einnehmen oder als Creme, das kann man dann gucken. Und dann gucke ich erstmal, ob der Körper das nicht selber auf die Reihe kriegt. Und oft funktioniert das und dann war es das. Aber nicht immer. Wenn es dann eben nicht funktioniert, funktionieren heißt subjektiv, wie geht's mir? Oder auch objektiv, was machen bestimmte Hormonwerte? Dann kommt die Diskussion, wie therapiere ich es? Und jetzt geht es eben los und jetzt passiert sehr viel Unsinn. Das eine ist die Frage, bioidentisch, nicht bioidentisch, das ist schon korrekt. Wenn wir arbeiten wollen, wir versuchen es bioidentisch zu machen. Und das heißt einfach nur, die Substanz, die ich benutze, ist identisch mit der Substanz, die im Körper ist. Ja. Gar nichts Besonderes, es ist einfach das. Und ehrlicherweise, die meisten sind so auf der Progesteronseite. Das käufliche, vom Arzt verschriebene Progesteron in Tablettenform ist bioidentisch. Mhm. Beim Östrogen sieht es anders aus. Da gibt es viele verschiedene Versionen, vor allem in den Östrogen-Tabletten oder so. Und da sollte man schon versuchen, das Ganze bioidentisch zu halten. Was aber nicht bedeutet, dass es im Einzelfall nicht auch mal sinnvoll sein kann, mit einem anderen Östrogen zu arbeiten, wenn eine bestimmte medizinische Situation das erfordert. Mhm. Aber dann kommt eben der Punkt, ich muss es kombinieren und wenn ich Östrogen zum Beispiel gebe, dann habe ich ein Problem mit der Gebärmutterschleimhaut, mit dem Endometrium, weil sich das verändert über das Östrogen. Und dann das heißt, muss ich. Es wird Scheidentrocknen. Es wird mehr. Das ist ja die Idee. Mhm. Wie im Zyklus. Östrogen baut das auf, dann kommt das Progesteron nachher, um die Schwangerschaft zu halten. Wenn ich jetzt also Östrogentherapie betreibe mit einer Frau, dann muss ich einen Schleimhaut, einen Schutz aufbauen, den ich mit Progesteron dazu aufbaue. Und jetzt ist eben das funktioniert nicht, diese Indikation, also Östrogen geben und dazu das Progesteron, um die Gebärmutter zu schützen. Diese Funktion geht nicht, wenn das Progesteron eingerieben wird. Damit das funktioniert, muss zwingend das Progesteron geschluckt werden, weil nur wenn Progesteron geschluckt wird, kommt es in die Leber, in dem sogenannten First Pass, erster Umbau, und dann wird die eigentliche Wirkstufe erzeugt, die für die Gebärmutterschleimhaut wichtig ist. Und viel zu viele Frauen kriegen bei einer Östrogentherapie, egal, die kann ich auch über die Haut machen, das ist durchaus machbar. Aber wenn ich das mache, muss ich Progesteron als Tablette geben. Ich darf es nicht einfach nur über die Haut schmieren, dann verliere ich meinen Gebärmutterschutz. Das könnte fatal enden. Und deswegen sind das Dinge, das muss man einfach alles wissen. Es gibt bestimmte Indikationen, und das meine ich jetzt gar nicht wertend, mehr auf der psychologisch-psychischen Ebene. Dort kann man Progesteron alleine als Creme benutzen. Dann habe ich eine emotionale Wirkung, alles gut. Aber die chemische, wenn ich so ausdrücken möchte, die chemische Wirkung von Progesteron auf Gebärmutter und Co. geht mit der Creme nicht. Deswegen ist es nicht falsch oder richtig. Jeder Fall muss individuell betrachtet werden. Und für jeden Fall muss man genau überlegen, mit welchen Bausteinchen arbeitet man. Wir bevorzugen in der ersten Stufe immer die Eigenidee, also DHEA Pregnenolon. Und dann gibt es aber Diskussionen oder Situationen, wo man auch klar am Ende die Schlüssel geben muss, damit die Türen öffnen. Mhm. Und dann muss ich aber auch hier die Klaviatur, das ist tatsächlich ein sehr, sehr feines Spiel, auch in Dosierungen und Ähnlichem. Und ich persönlich halte das für echt schwierig. Das ist nicht so eine einfache Geschichte wie B12. Ja, du hast einen B12-Mangel, jetzt gebe ich dir B12, dann ist es wieder oben und fertig. Das ist einfach. Die Welt der Hormone ist wirklich komplex und da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die zueinander spielen. Ist für mich jetzt kein Spielfeld für Anfänger und kein Spielfeld, wo man einfach mal so ein bisschen rumpröbelt, sondern da braucht es ein sehr gutes Wissen, ein hohes pharmakologisch-chemisches Wissen über die Substanzen und am Ende des Tages auch Erfahrung. Und deswegen ist es so, dass ich bin jetzt doch schon einige Jährchen im Markt, aber bestimmte Fälle behandle ich nicht, sondern gebe die lieber an fachspezifische Gynäkologen, Gynäkologinnen ab, die sich da noch viel tiefer mit dem System bekennen, weil das sollte man nicht mitspielen, sondern da sollte man wirklich wissen, was man macht.
Und dann aber kann man wirklich wahre Wunder machen mit Frauen, denen es wirklich schlecht geht, mit Wallungen und allem. Und dann kommt das. Das muss man nicht durchmachen. Wenn man das richtig gut macht, kann das wahre Wunder wirken. Aber das ist alles andere als ein Selbstläufer. Das ist ein großes Thema. Also ich habe auch immer gelernt, auf der untersten Stufe, das Testosteron oder wirklich das Pregnenol, ja. das gibt man eigentlich fast nie. Ja. Sondern man soll immer dem Körper die Chance genau. geben, das zu produzieren, was er selbst als wichtig genau. erachtet. Ja. Und genau. da, das ist es unter Umständen nicht beim Mann das Testosteron, Nein. sondern es sind vielleicht andere ja. Dinge, die wichtiger sind. Oder? Absolut. Also das wäre eben die Idee von all dem, was wir Regulationsmedizin nennen. Nicht am Ende gleich das geben, sondern erstmal gucken, was geht. Und oft genug funktioniert es, wenn man noch ein bisschen Lifestyle betreibt, wie gesagt, Stress verbraucht mehr Cortison. Mhm. Cortison wird von der Nebenniere produziert. Und Pregnenolon ist die Ausgangsstufe, aus der entsteht Cortison, genau wie Progesteron. Wenn ich jetzt ganz viel Cortison verbrauche, dann wird natürlich von dem Pregnenolon der größere Teil verbraucht in das Cortison, bleibt weniger übrig für Progesteron, also fällt das runter. Jetzt erhöhe ich dann meinen Pregnenolon, habe ich mehr Möglichkeiten für das. Ich sollte aber gleichzeitig auch versuchen, den Verbrauch auf der Cortisolseite sehr wohl ein bisschen einzugrenzen. Mhm. Also heißt, naja, die persönliche Arbeit der Stressreduktion, das möchten die Leute dann nicht unbedingt hören. Und dann ist es keine Ausrede zu sagen, ich ändere nichts in meinem Leben, ich nehme einfach nur Pregnenolon und die Welt ist gesund. Ist dann auch nicht Regulationsmedizin. Regulationsmedizin ist, ich helfe dem Körper. Aber die betroffene Person muss auch noch mitspielen und nicht nur eine Tablette nehmen und das Leben unverändert weiterführen. Das muss man dann schon auch noch fordern, dass da eine Gesamtkonstellation erfolgt. Weil sonst machen wir Schulmedizin mit anderen Mitteln. Wir geben einfach irgendeine Tablette, der Patient muss gar nichts ändern und versuchen damit irgendwelche Laborwerte hinzukriegen. Ist jetzt nicht mein Verständnis von Regulationsmedizin. Unterstützen, aber der Patient muss auch mitmachen. Und da muss man sich viele Dinge überlegen. Und dann, wenn ich jetzt am Ende einen Hormonmangel habe, im Blut gemessen, und sie wirklich sind wirklich einfach tief. Und es gibt einen medizinischen Grund, die zu erhöhen. Nochmal, das ist ein Schlüssel, der eine Tür öffnen muss. Wenn ich diesen Schlüssel jetzt nicht in Reinform gebe, sondern 10.000-fach verdünnt, eine Homöopathie mache, dann ist da einfach kein Schlüssel drin. Dass gewisse Wirkungen im Körper sehr wohl mit niedrigen Dosierungen passieren, hat damit nichts zu tun. Ein Schlüssel muss trotzdem da sein, der diese Tür öffnet. Und wenn der nicht da ist, geht diese Tür nicht auf. Wenn also jemand einen Progesteronmangel hat, ihm einfach dann nur so Progesteron oder Östrogen von mir aus in einer D4-Potenz zum Einnehmen zu geben, als homöopathisches Mittel, mit der Behauptung, das würde dann gleich wirken, ist einfach glatt falsch. Emotional mag es durchaus funktionieren, dass bestimmte Störungen sich aufheben. Wenn ich aber auf der Knochenzelle bin, habe einen Östrogenmangel, Knochenzelle, Osteoporose, weil das Östrogen halt einfach fehlt, da wird eine D4 nichts an diesen Knochenzellen ändern. Das ist Unsinn. Da braucht es dann eine reine Form. Klar. Und Homöopathie wäre, wenn man Hahnemann verstanden hat, ja auch so, dass die Substanz, die ich homöopathisch gebe, das, was die Substanz in echt machen würde, aufhebt. Das heißt, wir machen einen Bienenstich. Und wir nehmen ein homöopathisches Bienengift, dann löst es das dann aus. Dann ist es das weg, genau. Also wenn ich einen Progesteronmangel habe und ein D4-Progesteron nehme, dann reduziere ich es eigentlich noch mehr. Wenn man Hahnemann verstanden hat, schon. Natürlich, je höher die Potenzen, desto stärker noch. Aber am Ende ist es trotzdem eine homöopathische Potenz. Da kommt mir gerade das Strophantin in den Sinn. Gell? In der Schweiz gibt es ja sie ja nur als homöopathisch. Ja, genau. Und dann reduziere ich es ja noch mehr. Wenn man Hahnemann verstanden hat und der nicht ganz Unrecht hatte, ist das eine nicht 100% logische Version, sondern wenn ich eine Herzschwäche habe, eine relevante Herzschwäche, der Herzmuskel pumpt zu wenig und Strophantin ist ein tolles Mittel dafür, dann wäre es schlauer, das mit einer Urtinktur zu geben, einer Basispflanzentinktur, weil wir haben halt leider keine Strophantinpräparate mehr auf dem Markt, das ist ja das große Problem, als einfach nur Verdünnungen zu machen und dann das Gefühl zu haben, das wirkt genau gleich wie ein chemisches Mittel. Das kann man nicht vergleichen. Und wenn man Hahnemann verstanden hat, müsste man sich andere Dinge überlegen. Wird das gemacht in der Schweiz? Werden Salben verschrieben in homöopathischen Dosierungen? Ja, oft. Was nicht heißt, dass sie nicht in bestimmten Konstellationen macht ja, Sinn. Ja, wir wissen aber beide über die Psyche. Genau. Das Placebo und, wie bedeutsam was das ist. Und das unstrittig. Aber rein, wenn ich es mir nicht bewusst bin und nicht involviert bin in den Prozess, habe ich das Gegenteil als Wirkung. Ja. Und zumindest nicht die gleiche Wirkung, weil das geht nicht. Ist ja nichts drin. Also das sind eben so diese Dinge, die man beachten muss. Heißt nicht falsch oder richtig, sondern in welcher Beziehung oder in welcher Indikation, in welcher Situation mache ich was. Mhm. Und wenn ich auf der Ebene der Moleküle bin, der Struktur, der Chemie,
habe Mangel und. Dann muss ich auch auf dieser Ebene behandeln. Es macht keinen Sinn, die Ebenen zu wechseln. Das ist Unsinn. Was nicht heißt, es ist falsch oder richtig. Aber in dieser Konstellation würde ich auf der richtigen Ebene bleiben. Und dann muss man eben gucken, dass bioidentisch okay ist. Und es gibt Indikationen für Progesteroncreme. Ja, aber die Indikation ist nicht Progesteroncreme und gleichzeitig Östrogentherapie. Dann muss man Progesteron einnehmen. Wir würden aber immer erst versuchen, mit Pregnenol und DHEA zu schauen, ob wir es nicht anders hinkriegen, wenn Patient, Patientin auch noch mitmacht. Und das ist durchaus dann schwierig. Wenn ich Pregnenolon gebe, die Person aber sein Leben nicht ändern wird, dann wird es sehr wenig wirken. Dann werde ich am Ende auf Progesteron gehen müssen. Wäre vielleicht nicht nötig gewesen, wenn die betreffende Person mitmachen würde. Das ist dann die Frage. Mitmachen in Bezug auf Stressreduktion? Lifestyle, ne? Stressreduktion, andere Dinge tun, nicht das Leben einfach so weiterführen und das Gefühl haben, ja, der Therapeut, der Arzt, der hilft mir jetzt, indem es Progesteron wieder aufbaut. Obwohl ist eigentlich nicht ganz Prinzip. Obwohl es vielleicht die Nerven doch stärkt und das Stressempfinden doch auch reduzieren könnte. Wie gesagt, kann man alles ausprobieren, wenn es einfach nicht funktioniert. Ja, dann muss man irgendwann überlegen, dass man dann nicht sagt, ja, dass die Naturalkunde funktioniert ja eh nicht, sondern überlegen muss, wo dann halt die Einflussfaktoren sind, die da eine Grenze setzen. Ich habe noch so eine Theorie. Und zwar habe ich immer wieder gesehen, wie Leute nach 30 oder 40 Jahren Ehe sich plötzlich trennen oder nach 20 Jahren Ehe. Sie haben es immer super gehabt und plötzlich ändern sich, weil sie sagen, es geht nicht mehr. Ja. Ich halte den Typ nicht mehr aus oder umgekehrt, die Frau. Und ich habe mir einfach die Frage gestellt, was ist, wenn eine der beiden Personen oder beide Wechseljahrschwankungen haben und es eigentlich nicht die Person ist, von der man sich trennt, sondern von den Hormonschwankungen. Ja. Und wenn das ausgeglichen werden würde, würde diese Ehe wunderbar weiter funktionieren. Ja. Weil ich 30 Jahre Ehe, alles gut und plötzlich trennt man sich, geht doch gar nicht, oder? Das sind ehrlicherweise die Gedanken, die ich mir auch schon so gemacht habe. Da gibt es natürlich keine Studie zu, die das jetzt irgendwie wissenschaftlich untersucht, bewiesen hätte. Aber die Leute gehen zum Eheberater und dann in die Scheidung. Genau. Statt zum Hormonarzt. Vielleicht auch mal eine Hormonberatung zu machen. Weil das muss man ernsthaft genauso sehen. Also es gibt auch die Wechseljahre des Mannes, die nicht automatisch bedeuten, dass ich Hitzewallungen habe. Nein, dritter Frühling, sagt man mal. Oder auch das, was wir Midlife-Crisis nennen, kann am Ende auch eine Hormon-Crisis sein, die, wenn ich da das Ganze ausgeglichen gestalte, vielleicht genau das eben nicht mehr so wäre. Sondern das ist genau der Punkt. Wenn sich in dieser Mitte des Lebens, wo die Hormone sich auch beim Mann, wenn auch nicht so schnell, verändern, ein Ungleichgewicht einstellt, vielleicht ist das eine rein körperliche Basis eines psychischen Ungleichgewichtes. Und so wichtig Psycho-Neuro-Endokrino-Immunologie ist, Psyche, Nervensystem, Hormonsystem, darf man aber auch nicht vergessen, dass es auch umgekehrt gibt. Also Endokrino-Psychologie, finde ich, ist genauso wichtig. Also wir reden heute nur von Pnei, Psyche beeinflusst alles. Das ist alles korrekt. Aber vielleicht dürfen wir nicht vergessen, dass manchmal auch die Chemie die Psyche beeinflusst. Klar. Also ein schlechter Progesteronspiegel kann meine Psyche massiv negativ beeinflussen. Mhm. Irgendwann ist nicht mehr zu klären, wo ist Hen und wo ist Ei, was war zuerst. Aber warum nicht auch mal bei allem Wichtigen der Psyche nicht auch mal den Körper trotzdem betrachten? Das scheint mir in der letzten Zeit ein bisschen zu stark auf der rein psychologischen Ebene zu geben. Mhm. Und bei der Hormonwelt kann ich nur empfehlen, in bestimmten Konstellationen sollte man mal die Basis anschauen. Das ist jetzt halt einfach eine einfache Labordiagnostik, mit der man dann erstmal weiterschaut. Ein Urologe, den ich kürzlich hier hatte, hatte mir gesagt, dass die Männer ab 50 haben zu 90% auch Hormonmangel. Ja. Und da reden wir nicht vom Testosteron. Nein. Das stimmt meistens. Es sind andere Dinge, die der Körper braucht. Ja. Also am Ende des Tages ist Pregnenolon, Progesteron auch beim Mann ein Problem. Also wir haben einige Fälle von klimakterischen Männern, wo nichts anderes als ein Progesteronmangel das Thema war. Das gibt es eben auch beim Mann. In einer viel niedrigeren Dosis als bei einer Frau, aber es gibt es eben auch beim Mann. Und dann könnte eben Pregnenolon durchaus ein Thema sein. Mhm. Beim Mann muss man immer, bei der Frau natürlich auch, beim Mann muss man immer auch beachten, wenn man mit diesen Vorstufen arbeitet, DHEA, Pregnenolon, es ist nicht, dass diese nicht wirken, sondern am Ende erhöhen die trotzdem die Hormone. Und wenn ich jetzt bei einem Mann eine DHEA-Therapie mache und damit auf der Ebene Testosteron ansetze, muss ich seriös PSA-Werte, Prostata-Werte im Auge halten.
weil es könnte sein, dass durch die vermehrte Testosteronproduktion ein Prostatakarzinom entsteht oder gefördert wird. Es ist also nicht etwa, dass diese Vorstufen Pregnenolon und DHEA total harmlos wären im Vergleich zu den Hormonen. Wenn die Vorstufe mehr Hormone aufbauen, ist das am Ende das Gleiche, als hätte ich die Hormone gegeben. Nur der Weg ist ein gesünderer, aber am Ende steigen die Hormone an. Und wenn ich bei einem Mann das Testosteron anhebe, muss ich mir immer wieder das Prostatasystem im Auge behalten. Das ist also nicht irgendwie, na, jetzt nimmst mal DHEA die nächsten 10 Jahre, dann wirst du besser durch die Wechseljahre kommen, hast aber nachher ein Prostatakarzinom. Also das ist eben wichtig, weil das DHEA gerade im Ausland frei verfügbar ist. Man kann das im Internet einfach bestellen. Als Betroffener selber, ohne Kontrolle, ohne Unterstützung. In den USA steht es in jedem Drugstore rum. Das ist nicht ungefährlich. Mit diesen Sachen darf man nicht spielen. Wenn man das einnimmt, muss das kontrolliert werden. Von einer Fachperson. Das muss nicht immer ein Arzt sein, aber es muss von einer Fachperson mit kontrolliert werden. Das ist kein Spielfeld für den Laien, für sich alleine. Davor muss man dringend warnen. Du hast jetzt gerade noch das Prostatakarzinom angesprochen als potenzielle Gefahr. Und im Vorgespräch hattest du noch eine Gefahr bei der Frau auch erwähnt, die bei falscher Behandlung letztendlich auch wieder einen Tumor entwickeln könnte. Ja, am Ende, wenn ich natürlich Östrogen hochhebe, dann habe ich Mammakarzinom oder ich habe eben am Ende über das zu viel Östrogen, zu wenig Progesteron, allenfalls ein Problem mit der Gebärmutter, Schleimhaut. Wenn Schleimhaut unkontrolliert, also der Schutz der Schleimhaut nicht da ist, ist natürlich auch das Endometriumkarzinom, also der Krebs der Schleimhaut bildenden Zellen, irgendein Thema. Hormone sind nicht ungefährlich, das steht außer Diskussion. Man muss sie einfach korrekt managen. Wenn ich sie korrekt manage, das ist ein wunderbares Feld mit tollen Ergebnissen. Aber es ist kein Spielfeld für Anfänger und keine Spaßgeschichte, wo man einfach nur so, ja, das nehmen wir jetzt mal. Und so mein Eindruck, und den ich auch durchaus von vielen Patientinnen zurückbekomme, was die schon alles so gemacht haben, es wird viel zu oft mit viel zu wenig Wissen und viel zu wenig Respekt vor den Hormonen, vor der Kraft der Hormone in dem System rumgefuhrwerkt. Ich finde, der Eingriff in ein Hormonsystem, vor allem jetzt in das weibliche, weil es durchaus komplexer ist, ein Eingriff in ein Hormonsystem darf man nur tun, wenn es wirklich medizinisch notwendig ist, geboten ist und ich die Erfahrung habe. Und nicht, ja, ich habe das mal im Wochenendkurs gelernt, jetzt gehen wir mal so ein bisschen da Cremes und dann immer noch das da. Weil auch die Cremes offiziell in der Schweiz rezeptpflichtig. Ich kann mir das so über das Ausland im Internet auch beziehen. Ich würde das ohne Kontrolle nicht machen, definitiv nicht. Wenn wir noch was kurz zusammenfassen, also wir sollten wirklich uns einen Arzt suchen, es sollte gemessen werden, es muss ein erfahrener Arzt sein, der das schon länger geübt hat und man fängt eigentlich oben an beim Grundbasishormon und gibt dem Körper die Chance, das zu produzieren, was er will und braucht. Punkt. Es muss niemand leiden in den Wechseljahren. Ganz wichtig, unbedingt. Gut. Aber Mann und Frau sind gleichermaßen gefragt, hier auch mal wieder einen Test zu machen. Ich habe mich kürzlich so mit Rimkus ein bisschen beschäftigt. Ja. Das ist ja eine große Sache eigentlich. Ja. Und der hat sich auf Männer spezialisiert. Ja. Und ich dachte auch mal, ich muss das auch mal testen. Mal schauen, wo man da steht. Man weiß ja nicht, wie man sich nachher fühlt, wenn alles gut ist. Oder? Genau. Ich fühle mich gut, aber wieso nicht? Oder? Ja, genau. Also das ist genau das. Das waren jetzt alles genau die Punkte 1:1. Genau so würde ich es unterschreiben. Super, danke ganz herzlich. Dankeschön. Dr. Med. Simon Feldhaus war das für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich hoffe, wir konnten ein bisschen Wirrwarr einerseits auflösen in Bezug auf diese bioidentischen Hormone, aber andererseits auch die Gefahr aufzeigen, dass das kein Feld ist, um zu spielen, sondern dass hier ärztlicher Rat gefragt ist von erfahrenen Ärzten. Bitte lassen Sie sich da einfach gut beraten. Alles Gute und bis ein anderes Mal. Auf Wiedersehen miteinander.